Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück bei World of Tanks mit Era. Also wir fahren Panzer und unser Thema des heutigen Tages ist Wienberg-Begegnungsgefecht. Und wir fahren dieses wunderschön angezogene, im Stickdesign getarnte Gerät. Das ist das Objekt 263. Also das ist ein 9er Tank Destroyer. Das ist das Fahrzeug, was zum Objekt 2684 führt im russischen Forschungsbaum. Und bis jetzt tatsächlich mochte ich dieses Auto nicht so richtig. Aber ich bin ja immer noch im Forschungsmodus und habe erst seit wenigen Gefechten überhaupt alles fertig, dass es nicht mehr Stock ist. Mein Plan war, Halldown stehen und ich wollte eigentlich ein bisschen bouncen. Ja, ich bin ja immer noch an Bounce-Missionen dran. Ich habe die bei den Deutschen erledigt. Boah, sehr schön. Und guck mal, den Emil 2, den haben wir komplett weggelöscht. Also Plan war, mich hier hinstellen und mal tatsächlich auch ein bisschen beschießen lassen, weil wir sind Top-Tier. Das muss man einfach ein bisschen ausnutzen, weil die Frontpanzerung ist tatsächlich nicht so schlecht. Wenn ich Halldown stehen kann, dachte ich, habe ich mir ein bisschen was ausgerechnet, um es mal nett zu formulieren. Und dazwischen können wir ja noch ein bisschen Schaden machen. Jetzt kommt hier ein Emil 1. Ja, na klar, drängel dich da ruhig rein. Es ist dein gutes Recht. Halt mir deinen blöden Turm vors Gesicht. Da ist ein T-30. Es ist super, es ist einfach großartig. Und an dem habe ich vorbeigeschossen. Aber dieser Emil 1, also bei aller Liebe, Kollege. Oh, der T-30 hat die kleine Kanone, habt ihr gesehen? So. Oh, Kanone. Der geht mir echt auf den Keks hier. Das ist sowas, wenn da Leute schon stehen und spielen, Freunde, was fahrt ihr denn da hin? Was soll denn das? So, dann Kanonenjagdpanzer. Und was halt wirklich cool ist, diese Kanone, die hat mich halt bis jetzt immer extrem getrollt. Die ist echt gut. Ist 130 mm mit 550 Alpha 270 Durchschlag. Und die Kanone ist tatsächlich nicht schlecht. Also die ist wirklich, wenn die trifft. Es gibt auch so Momente, wo du einfach nicht mal die Fliege triffst, während sie auf deinem Kanonenrohr drauf sitzt. Aber es gibt die Momente. Es gibt die Momente. Und wenn diese Kanone funktioniert, ist die großartig. Ja, guck mal, was die für eine Rate of Fire auch dabei hat. Da geht richtig was. Ja, den TVP wäre mir ganz recht. Würde ich gerne... das wollen wir. Jetzt. Oh, dieser Emil, ehrlich, der geht mir auf den Keks. Der verbietet mir jetzt jegliche Chance, da reinzufahren. Ja, die Position ist für dich auch gut. Das ist alles richtig. Aber ich wollte hier gerne ein bisschen Halldown spielen. T30, sehr schön. Guck dir das an. Und wenn du solche Situationen kriegst wie das hier, wo ich einfach frontal Halldown gegen die Gegner stehen kann, ich bounce die alle weg und ich kann einfach drauf prügeln. Ich liebe dieses Auto. Das war der Moment, wo ich spontan beschlossen... Das war ärgerlich, wo ich spontan beschlossen habe, dass das hier gar nicht so scheiße ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ey! Was macht denn die Kanone kaputt? Ey, manchmal fragst du dich auch... Ja, der Kanonenjagdpanzer hat den riesen Vorteil, dass der so viel Tarnung hat, dass der erstmal, dass der so lange, dass er reinfahren kann, schießen kann und dann erst aufgeht. Das ist tatsächlich echt krass. Also jetzt habe ich mal auf die 2 gedrückt. Einfach, wir müssen diesen T30 da jetzt mal bekämpfen. TVP, ja, der könnte auch mal rausgehen. Nehmen wir den. Aber wichtig wäre, dass wir den T30 wegkriegen. Und guck dir das an. Es steht 3-2 und wir haben hier schon 3000 Schaden auf der Uhr. Hier geht einfach übel der Punk ab. Es ist aber auch einfach die Situation, wenn alle Planeten in der richtigen Reihenfolge stehen und die Erde sich dreimal im Kreise dreht, dann wird euch ein solches Gefecht gewährt. Oder so, keine Ahnung. Ach komm, T30 jetzt. Zick ihn so rum. Ja, auf dem Winkel brauchen wir nicht schießen. Jetzt steht er. Aber er steht sehr ungünstig. Jetzt! Sehr schön. Da kriegt er eine. Oh, und der T30 hat auf die 3 gedrückt, meine Freunde. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Gegner anfangen, HE zu schießen. Diese Bude ist frontal einfach echt ein Biest. Aber eben nur frontal. Aber dafür richtig gut. Also genau das ist die Situation, die ich haben will. Das ist das, was ich brauche. Ich will jetzt auch nicht 5 Stunden lang hier rumstehen. Müssen wir mal gucken. Aber da ist schon noch ganz schön viel Zeugs. Und solange die da hinten noch in den Fenstern stehen und mir in die Seite schießen können, ist halt schlecht. Und gewonnen ist es tatsächlich noch nicht so ganz. Klar, wir sind hitpointmäßig relativ weit vorn. Keine Diskussion. Und trotzdem... Oh, Kanonenjagdpanzer. Das ist übrigens der kleine, ne? Das ist der mit der 90mm Kanone. Guck mal, 240 Alpha. Das ist echt auch so ein bisschen ein armes Schweinchen. Wenn du überlegst, dass der jetzt gegen mich antreten muss, das ist schon nicht so richtig cool. Ja, aber da sind wir beim Balancing. Aber Tarnung halt. Muss man festhalten, Tarnung ist tatsächlich sein Ding. Der kann halt jedes Mal einen Schuss abgeben und geht dann erst auf. Das ist schon echt okay. Das muss man ihm lassen. Und da holt ihn der Konvoi blind. Natürlich holt ihn der Konvoi blind. Das ist okay. Jetzt können wir tatsächlich mal rumfahren. So, da ist ein Progetto. Da machen wir eine schöne 500. Eieiei. Ich liebe dieses Auto. So, jetzt können wir wieder auf normale Munition umschalten.
und zu dem Progetto, da reicht das einfach so. Da ist wieder mein Freund im Hintergrund. Okay, kümmert sich der Conway drum. Und jetzt auf einmal fällt der Gegner in sich zusammen. So sieht das aus. Ja, es war ein bisschen sehr optimistisch, jetzt aus der Fahrt darauf zu halten, aber ja, der Visonde wird jetzt bekämpft. Jetzt ist die Frage, wollen wir den TNH angehen? Der hat gerade auf mich geschossen. Ja. In dem Moment, wo ich nachgeladen habe, machen sie ihn einfach weg. Das ist schon frech. Das ist schon frech. Ich hatte jetzt so intern so für mich das Ziel ausgegeben, 5000 Schaden zu machen, weil dafür müsste ich noch... Ich hätte eigentlich nur ein paar Crits machen müssen und 5000 Schaden, aber ja, ich habe gar nichts gekrittet. Ich habe nur Schaden gemacht. Und guck mal jetzt, egal wo er kommt, Leichenpflaster in seinen Weg. So fährt er langsam und stetig Richtung Ziel. Aber ihr wisst, wenn sich alle Planeten vereinen, wenn alle Sterne in der richtigen Reihe stehen, dann kann man vielleicht noch einen Standard B sehen. Nee, das ist ein Skoda T56, Standard B, kriege ich da noch einen Schuss hin? Ich bin heute jetzt irgendwie sehr poetisch drauf, es tut mir ganz doll leid. Na komm, mein Skoda-Freund. Kriegen wir es hinter uns. So, nachladen. Capola, auf Wiedersehen. Es war mir ein Fest, mit Ihnen gespielt zu haben. Sputnik ist noch da hinten. So, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und jetzt fahren wir einfach drüber über die Gegner. Ich hatte übrigens genossen Eldagansky mit. Habe ich total vergessen. Ja, Leute, lasst mir da auch noch mal was übrig. Habe ich total vergessen zu erwähnen. Der Eldagansky war im T54 E1 noch mit dabei. Komm, lass uns die 5K voll machen. Jawoll! Dann muss er den eben Volley aus der Fahrt nehmen. Aber ja, ich habe ja keine Crits gemacht. Insofern war es für die Mission jetzt nicht so ausschlaggebend. Nichtsdestotrotz, ich werde euch mal die Auswertung zeigen. Und das ist tatsächlich eine wunderschöne Auswertung, die man sich durchaus gefallen lässt. Also mir hat sie sehr gefallen. Das war tatsächlich eine Stahlwand. Ich wollte mich ja beschießen lassen. Das war der Ausgangspunkt. Es hat leider nicht für die Mission gereicht, weil wir bloß 3100 geblockt haben. Wir hätten doppelt so viel, wie wir Hitpoints haben. Nichtsdestotrotz, gut gemacht. Großkaliber, Panzerass, 5135 Schaden, 1385 Base EP. Das war tatsächlich eine ganz schön geschickte, schnell eingefädelte Runde. Ja, auch der Ära macht manchmal was Vernünftiges. Ja, okay. 16 Schuss, 13 Treffer, 11 Durchschläge. Ich mag diesen Panzer. Also, ich mochte ihn vorher nicht. Ich schränke ein. Ich mag diesen Panzer, wenn die Kanone macht, was sie soll. Es gibt halt so Tage, da geht's. Und dann gibt's so Tage, da hat man den Würfelgott einfach ein wenig verärgert und dann geht hier gar nichts. Dann kann man davon auch einfach die Finger lassen. Nichtsdestotrotz, tut mir ganz doll leid, das ist heute einfach nur ein kurzes Video. Weil das war schon alles in unserer lustigen kleinen Veranstaltung. Haben übrigens 126.000 Credits gemacht, aber es gab ganz viel noch von allen möglichen anderen Geschichten. Ja, also ist ganz toll wichtig. Es gab hier noch Reserven waren an, es gab noch Extrazahlungen, wir hatten noch eine Mission abgeschlossen und so weiter. Also sonst macht ihr damit nicht so viele Credits. So, nichtsdestotrotz, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, auch wenn es nur ein kleiner, kurzer Quickie war. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ciao, ciao, der Ära.